Hallöchen, meine Freunde. Willkommen zur Folge Nummer 212. Sorry, dass sie so spät am Abend erscheint. Ich bin leider nicht davor dazu gekommen, aufzunehmen. Aber wie auch schon vor zwei Tagen. Es kann mal vorkommen und wenn man weniger Zeit hat, dann sowieso. Aber wie ihr seht, ich schaffe es trotzdem immer wieder, doch noch eine aufzunehmen. Denn ich will euch ja nicht ins Stich lassen. Eierkiller braucht, das war das mit Krassen und da, wo es letzter wurde. Ja. Für all diese Wundern ist die heutige Folge wird wieder auch live aufgenommen auf Twitch. Und ich habe da einen Zuschauer, der gerade alle Folgen nachguckt. Und gerade bei 75 ist, glaube ich, die Episode, wo wir schön ausgeschieden sind als Tabellenletzter in der Champions League. Das war schön. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Ja, leider. So. Ich würde ja schon noch gerne hier ein bisschen was ändern. Eduardo habe ich, genau. Links Jaden, nein. Ansu Fati kommt rein. Erling bleibt drin. Cenk für Hussein. Rechts, ja, was machen wir denn rechts? Wollen wir vielleicht mal ein bisschen was Komisches war? Wobei, ne, rechts will ich schon einen Rechtsfuß haben, also rechts hinten. Da unser guter Felix etwas länger ausfällt und Salvador etwas angeschlagen ist, würde ich ihn ja nicht einsetzen. Komm, machen wir mal Rodrigo Bentancur. Das ist halt ein gestandener, erfahrener Spieler. Der wird das bestimmt auch hinkriegen, da zu spielen. So, jetzt ein Heimspiel gegen Wolfsburg, unter anderem gegen Alexander Isak. Da wollen wir natürlich einen Dreier holen. Bei uns zu Hause. Also, let's go. Nascimento direkt mit der allerersten Gelegenheit. Ach, bin schon Folge 86, ja dann. Klabau spricht doch schon fast da. Musste nur noch 126 Folgen gucken. Dann bist du auf dem jetzigen Niveau. Ich meine, ich glaube, solange man eine Stimme geben kann, ich fühle mich neu. Wieder ein Nascimento. Er nutzt es immerhin mit Gelegenheiten, die er hat. Haaland, nächste Gelegenheit. Okay, viel Platz für Brav. Oh, guter Abschluss. Beziehungsweise, ja, nicht unbedingt sehr super gut, aber zumindest sehr stark geschossen. Abseits, oder? Ja. Leider abseits. Cenk bleibt dran, das mag ich an Cenk, der schwer vom Ball zu trennen. Ähnlich wie Erling Haaland. Und Erling 1-0. Da musste dann noch einnicken. Vorlage durchs Arthur. Hat er gut gemacht. Ich habe mein Mikro ein bisschen runtergetan. Ich sah ein bisschen komisch aus, wenn ich so dahinter komplett war. Ach, und auch in dieser Episode gerne der Hinweis, wir haben, also ich spiele in einem Multiplayer-Safe. Mit, wer auch mitmachen möchte, wir sind glaube ich gerade 13, 14 Trainer. In der Schweiz in der ersten und zweiten Liga und da jeweils da 10 Vereine sind in der ersten und zweiten Liga. Das ist immer ganz cool, dass man schnell die Ligen füllen kann. 2-0 Cenk. Sehr gut. Und Vorlage Diogo. Also wer auch gerne mitmachen möchte, einfach auf meinen Discord-Server melden. Unten in der Videobeschreibung oder für meine Stream-Zuschauer unter dem Video seht ihr einen Link zu meinem Discord-Server. Dann könnt ihr sehr gerne drauf joinen. Oder sofern ihr gerade live gucken solltet, einfach Ausrufezeichen Discord in den Chat reinschreiben und dann kommt ihr schon drauf, beziehungsweise kriegt den Link. Ach klar, ach Herr Bauschi, warum ist denn die Schweiz furchtbar? Und wir zocken an sich jeden Abend und versuchen immer erstmal so
die Hälfte aller Spieler zu kriegen, damit wir starten. Natürlich, wenn wir nicht immer alle 14 kriegen, zusammenkriegen. Oh, das war ein schöner Schuss, aber auch unbehauen, der nichts gemacht hat. Also wir werden natürlich immer versuchen, also nie schaffen eigentlich, alle Teilnehmen an einem Tag zu kriegen. Aber wir versuchen halt immer so 50%, vielleicht etwas mehr als der ist die Hälfte. Also bei 14 Mitspielern, sagen wir mal, 8 Mitspieler zusammenzukriegen. Wobei ich finde, dass 7, glaube ich, auch ausreichen würde. Also genau die 50%. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass jetzt nicht jeden Tag gespielt wird. Ich denke mal, so 4-5 Mal die Woche kriegt man schon hin. Eigentlich. Jetzt gab es mal 2 Tage, wo nicht gezockt wurde. Aber das ist eigentlich die Ausnahme gewesen. Leute, Holland, Diogo. Gerne wieder den alten Vorsprung wiederherstellen. Also den 2-Tore-Vorsprung. Roberts, der schöne 2-1 geschossen. Und Alexander Isak. Der Schuss ist komplett misslungen. Gut für uns. So, mit einem 2-1 geht's in die Pause. Gefällt mir, nur um jetzt vielleicht nochmal ein drittes nachlegen. Viel Platz, Roberts. Gerade noch aufgepasst. Kamavinga, der muss es sich so ein bisschen strecken und beweisen. Haaland, wie bereits gesagt, schwer vom Ball zu trennen. Ja, Luka Netz kenne ich schon, den habe ich schon gescoutet. Aber ich bin auch links in der Abwehr gut besetzt. Trotzdem danke. Der ist auch mittlerweile ganz gut entwickelt, nur brauchen wir ihn mittlerweile auch nicht mehr. Links habe ich Arthur Sager als Ersatz-Linksverteidiger. Und Salvador Arriaga, ein random generierter Spieler. Also den gibt es in der Realität gar nicht. Trotzdem ist es extrem gut. Allgemein, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ja auch in den letzten Folgen. Ich bin überall so unfassbar gut besetzt. Es muss schon etwas Besonderes sein, dass ich da immer zuschlage. Vor allen Dingen bei jungen Talenten. Aber Luka Netz haben wirklich schon sehr viele von mir vorgeschlagen. Ich glaube, ich wollte ihn auch mal kaufen, aber dann wollte Berlin oder wo auch immer da gespielt hat, nicht abgeben. War dementsprechend teuer. Bentancur. Einige Aktionen heute als Rechtsverteidiger. Doppelpack Erling, sehr schön. So, dann wollen wir ein bisschen schonen. Armel für Eder. Dann Emanuel für Erling. Rodrigo wird nicht spielen, Sergio wird wahrscheinlich spielen. Also geht Diogo mal ins Zentrum und Leroy nach rechts. Ja. Ist nicht die Idealposition von Nascimento, aber das macht ja nichts. Schalke und Frankfurt haben, soweit ich das sehe, beide gewonnen. Also sehr wichtig, dass wir heute gewinnen, um dran zu bleiben. Die Bayern 8er ist ja schon teilweise bei denen jetzt normal, diese Platzierung. Leider, kann man schon fast sagen. Leroy, fast mit dem 4-1. Wir müssen ein bisschen hier nachlegen, was die Tore angeht. Nur 23 Tore nach 12 Spielen. Für unsere Verhältnisse schon recht mager. In meiner Formation, Killer, oder Bausche, ist diese hier. Ich spiele jetzt immer so. Am Anfang hatte ich, glaube ich, die beiden Flügelspieler ein bisschen weiter vorne. Das habe ich aber dann etwas angepasst. Zu viel will ich dir aber nicht erzählen, weil dann wirst du zu sehr gespoilert.
Schön direkt gespielt auf Afonso. Afonso ist super schnell. Das konnte man gerade auch sehen. Schenk. So, komm, ein Tor kann noch hier fallen für uns. Oh, Kocak hat mit der Grätsche. Gut antizipiert vom Türken. Joa, schönes Dribbling. Wunderschön. Oh. Was für ein Auge von Diogo. Also man sieht, er kann auch zentral ganz gut spielen. Zwei Vorlagen heute vom Portugiesen. Schöne Vorlage. Schöne Flanke von Ansu. Und jetzt wieder der Turbo von Afonso. Schön durchgesetzt. Schön zurückgelegt. Leider kein Tor. Ja, der Treffer wird nicht sehen, das ist klar. Aber das war schön von Afonso. Der Junge, der hat schon das gewisse Extra. Und auch da sind wir so gut besetzt mit Erling und Emmanuel. Auch so jung noch besetzt. Langer Ball, wieder auf Afonso. Komm, mach das 5-1, dann macht das. Musste sein. So gut, wie der jetzt heute spielt. Krass. Zwei so krasse Stürmer vorne zu haben. Und das ist auch auf jeden Fall noch eine Steigerung zu Alfredo Morelos, den wir ja verkauft haben. Ich glaube, war das Anfang, zu Ende der letzten Saison? Also jetzt zu dieser Saison? Ich glaube schon, ne? Und dazu ist er noch jünger als unser Kolumbian auch. Natürlich, Morelos war ein sehr guter Stürmer, das ist klar. Oh, Ansu. Fast mit dem 6:1. Vielleicht ein Tor zu hoch dann am Ende. Wenn es dem, wenn so weit kommen würde. Afonso, okay, der hat Bock. 6:1. Das war geil. Ja. Okay. Okay, das war schön gemacht. Der ist noch kein Nationalspieler, also bitte. Sofort ändern hier. Gut aufgeholt heute in Sachen Tordifferenz und auch selbst erzielten Toren. So, am Ende 6:1. Man of the Match wurde Kocatepe mit einem Tor. Hat aber auch sehr gut gespielt, aber so wie sehr viele da vorne. Haaland ist jetzt bei 6 Treffern nach 9 Spielen. Und Afonso 5 Treffer nach 8 Spielen. Sehr gut. Jens Stielike. Stimmt, den kriegen wir ja auch noch. Der kommt erst zur neuen Saison, der Jens. Kauft für 100 Millionen Euro, aber schaut ihn euch mal an. Den musste man es einfach gönnen. Ist am Ende mal gucken, wo wir ihn spielen lassen werden. Ich denke mal links im Mittelfeld. Er hat die Fähigkeiten, hier kann man das ja ganz gut sehen eigentlich. Ein inverser Flügelspieler, er ist super schnell. Hat einen guten Abschluss, Dribbling, Flanken, ist in Ordnung. Aber mit 18 Jahren so gut, ne?
Noch weiß ich nicht so genau, wo ich ihn einsetze, deswegen habe ich ihn ja auch erst zu 19 geholt. Haben wir ein Jahr Zeit. Müssen uns damit nicht beschäftigen, erst einmal. Aber das wird schon krass. Wo werden wir all die Spiele einsetzen? Verkaufen wir Erling? Ich glaube es nicht, aber... Ne? Denn Erling ist auch zu gut einfach. So, jetzt wartet also PSV Eindhoven auf uns. Und danach die Bayern. Koray Solak? Nee. Dann Rudolf Cervenka? Auch nicht. Gut, und die Partie gucken wir uns mal an. Die Bayern verlieren wieder. Sind jetzt Achter weiterhin. Es ist einfach nicht die... Es sind nicht die Jahre der Bayern. Mal gucken, ob sie irgendwann mal wieder zurückkommen. So, also die Partie in Eindhoven. Sehen wir dann morgen. Also nochmals, tut mir leid, dass die Folge so spät erschienen ist, aber besser spät als nie. Das sage ich jedes Mal, wenn etwas später wird. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder mit dem Auswärtsspiel gegen Eindhoven. Vielleicht auch die Bayern. Mal gucken. Ich muss gerade halt ein bisschen kürzere Folgen machen, wenn es denn möglich ist. Also, habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr die Folge guckt. Bis dahin. Ciao.